Hey Leute, heute zeige ich euch nochmal einen coolen Trick. Und zwar gibt es heute einen Zaubertrick mit einem Gummiband. Ist ganz einfach, macht Spaß. Zuerst zeige ich euch den Trick und dann gibt es die Auflösung. Also ihr seht, habe ich hier ein Gummiband um die Hand gebunden. Hier, einmal um die Hand gebunden. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich schlage mit meiner Hand hier so drauf. Und beim dritten Mal schlagen, geht dieses Gummiband, was hier einmal um meine Hand gebunden ist, auf die Hand über. Okay, jetzt zeige ich es euch. 1, 2, 3. Wie ihr sehen könnt, ist das Gummiband von der einen Hand auf die andere gekommen. Also jetzt kommt die Auflösung. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, hatte ich hier noch ein paar Gummibänder drum. Das hatte was mit dem Trick zu tun. Falls euch jemand fragt oder so, wenn ihr Gummibänder habt, dann könnt ihr sagen, das sind die Ersatzgummibänder, weil mir immer welche kaputt gehen oder sowas. Die mache ich jetzt mal weg, um euch das schön zu erklären. Also was ich gemacht habe ist, ich habe das Gummiband genommen. Ich zeige es euch kurz schnell, was ich gemacht habe, damit ihr es ein bisschen versteht. Und danach zeige ich es euch nochmal langsam, dass ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Und ich habe das Gummiband genommen, ums Handgelenk gemacht. Und dann habe ich das hier so um meine Hand rumgeknotet. Und dann habe ich so gemacht und einfach losgelassen und dann war es in der Hand drin. Also ich mache es jetzt nochmal langsam vor, damit ihr wisst, damit ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Also ich habe das Gummiband genommen, ums Handgelenk gemacht, ganz normal. Dann dreht man die Hand um. Dann nehmt ihr das Gummiband hier in die Hand, mit zwei oder drei Fingern so, ist egal, und geht hier rum, um den Daumen rum und Zeigefinger, also zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann haltet ihr hier fest, nehmt es so festhalten, dass wenn ihr hier loslasst, dass es trotzdem nicht wegschnallt, das Gummiband. Wenn ihr das schön festhaltet, dann fahrt ihr wieder nach vorne mit dem Gummiband, dass eure Hand von vorne so aussieht, so dass man das Gummiband nicht sieht. Und dann geht ihr mit dem Gummiband um den Daumen und um die ganze Hand rum. So, und jetzt sieht es so aus, als wäre das Gummiband um die Hand rum. Von der anderen Seite sieht es so aus. Und dann kann man, kann man sagen, ja, guck mal hier, das Gummiband ist um meine Hand rum, könnt ihr einmal so drum fahren. Und es sieht dann so aus, als wäre das Gummiband wirklich drum, aber eigentlich ist es ja nicht wirklich drum. Und dann nehmt ihr einfach eure Hand und schlagt da drauf. Und wenn ihr drauf geschlagen habt, müsst ihr nur loslassen und das Gummiband geht von der einen Hand auf die andere. Ich lasse jetzt einfach mal, dann lasst ihr mit dem Daumen los und dann geht das Gummiband rüber. Ich zeige das jetzt mal kurz. So, und schon ist das Gummiband auf der anderen Hand. Also ich zeige es nochmal, damit ihr nochmal mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Ihr nehmt das Gummiband ums Handgelenk, dann zieht ihr das und hier rüber und haltet es hier fest. Dann macht ihr es wieder rüber an die andere Seite und dann nehmt ihr das, das was näher bei euch ist, mit dem geht ihr um den Daumen. Und mit dem anderen, ja, oder mit dem ganzen Gummiband dann hier um die ganze Hand. So. Und dann schlagt ihr hier drauf und lasst in dem Moment hier los. Könnt das alles natürlich noch ein bisschen inszenieren, wenn ihr wollt. Dann schlagt ihr drauf und lasst mit dem Daumen los. Und schon ist das Gummiband auf eurer anderen Hand. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich liken. Wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es hier noch ein Video, noch einen anderen Trick mit dem Gummiband. Ist genauso einfach, wenn nicht noch einfacher. Macht auch Spaß, auch gut, um Leute zu verarschen. Und hier ist noch ein Video, wie ihr brennende Bälle in die Hand nehmen könnt, mit brennenden Bällen jonglieren oder einfach nur so hin und her werfen. Und macht richtig Spaß, man verbrennt sich dabei, normalerweise nicht. Also ich habe mich dabei nicht verbrannt, ich will euch nichts garantieren, aber macht Spaß, schaut es euch an und viel Spaß beim Sachen ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.